Hallo zusammen, heute würde ich euch gerne etwas über die Ölpumpen erzählen. Wir haben verschiedenste Bauarten im Programm, aber erstmal generell die Funktion. Die Ölpumpe ist dazu da, die Motorschmierstellen mit ausreichend Öl zu versorgen, aber auch den Turbolader und Kompressor, dafür ist er auch zuständig, diese Schmierstellen mit Öl zu versorgen. Es ist so, wenn die Ölpumpe kaputt ist, gibt es immer eine Ursache. Oftmals ist nicht die Ölpumpe selber schuld, sondern es gibt auch beispielsweise das Problem, dass Verunreinigungen im Öl sind oder dass verschlissenes Öl verwendet wird. Darum unbedingt auf die Serviceintervalle achten, einmal gucken, wann wurde das letzte Mal der Filter gewechselt, wann wurde das letzte Mal das Öl gewechselt. Denn wenn Verunreinigungen im System sind, ich habe hier mal ein Überdruckventil aus einer Ölpumpe rausgenommen oder das haben wir auch im Programm. Hier ist das sehr eng toleriert und wenn dazwischen Fremdpartikel sind, wie Späne oder irgendwelche anderen Verunreinigungen, dann kann dieses Ventil nicht mehr vernünftig arbeiten und es entstehen Funktionsstörungen. Wenn Späne im System sind, unbedingt die Ursache lokalisieren. Das heißt, es kann die Kurbelwelle, die Lagerschalen eingelaufen sein, da können hohe Motorschäden entstehen, auf jeden Fall die Ursache lokalisieren. Hier drin sind auch Zahnräder, die werden natürlich durch die Verunreinigung auch etwas beschädigt und dadurch kann die Förderleistung eventuell nicht mehr erreicht werden. Dann, wenn ein Fehler am Artikel vorliegen sollte oder ihr vermutet das, ihr habt oben die Ölkontrollleuchte, dann bitte einmal die Sensoren vorher kontrollieren, bevor ihr die Pumpe einfach ausbaut, weil auch die Sensoren können die Ursache sein, dass falsche Werte oben angezeigt werden. Wenn ihr den Artikel dann ausgebaut habt, dann seht ihr vorne das Zahnrad. Die meisten Ölpumpen sind so aufgebaut. Dann einmal kontrollieren, wie sieht das Zahnrad vom Motor überhaupt aus? Sind da Teile rausgebrochen? Sind da Beschädigungen dran? Weil auch das kann Geräusche oder Funktionsstörungen auslösen. Ja, wir haben bei uns die Möglichkeit, die Förderleistung, den Druck der Ölpumpe zu kontrollieren auf unserem Prüfstand. Und zudem haben wir noch die Möglichkeit, die Zahnräder auf unserer Zahnradmessmaschine zu vermessen. Das heißt, da werden die Winkel vermessen, da werden die Rauheit der Flächen vermessen. So stellen wir die Produktqualität sicher und ihr könnt die Artikel mit einem guten Gefühl verbauen. Wir haben hier nochmal eine andere Variante der Ölpumpen. Hier eine seitliche Antrieb. Aber auch andere Varianten haben wir im Programm. Zudem haben wir noch Anbaukomponenten, wie beispielsweise hier, wie eben schon gesehen, das Überdruckventil. Das ist intern im Artikel verbaut und könnt ihr auch einzeln austauschen. Dann haben wir Ölfilterkappen, die dazugehörigen Ölfilter haben wir auch. Und hier sieht man einmal eine Ölpumpe mit zusätzlichen Dichtungen. Wenn ihr Probleme bei Montage oder andere Fragen habt, dann könnt ihr euch gerne an unseren Helpdesk wenden. Bis dann, ciao!